Halli, hallo, Hallöchen. Ja, und Weidmanns Heil, hier ist euer John Meyers. Und ja, erst nochmal, Patrick, was man mir tut's leid, ich habe den Bär nicht erlegt. Ich werde mich nochmal dran setzen und nochmal versuchen. Aber jetzt brauche ich wieder mal ein Erfolgserlebnis, und zwar neue Aufgabe, und zwar von Mucki. Er möchte, dass ich einen Rothirsch und einen Keiler, beides männlich, ist ja klar, Keiler ist männlich, Rothirsch männlich, klar, mit der neuen Anschütz schieße. Ich habe mich schon so weit ausgerüstet, was ich brauche, und zwar die Anschütz mit Zielfernrohr und Munition, Bogen für die Rehe und Rehbocke, die was eventuell auftauchen, denn ich möchte dann einen Hirschen nicht vertreiben, oder wenn weibliche Hirschkuh auftaucht oder was, Rothirschkuh, ich will es da nicht vertreiben. Gut, dann habe ich meinen Geruchsreduzierer, ist soweit klar, dann gehen wir rein. Ja, Mucki, ich werde versuchen, dir dein Rothirsch und dein Keiler zu legen. So schnell es geht. Ich hoffe, dass ich nicht da jetzt auch folgenlang unterwegs bin, nur um einen Rothirsch und einen Keiler zu legen. Also, starten tue ich Rittersteinhütte in Hirschfelden. Mein erstes Ziel ist eigentlich hier in diesem Bereich. Also ich laufe jetzt hier runter, dann haben wir hier die Felder und hier, da habe ich schon des Öfteren Hirsche erlegt. Und danach, wenn wir den Hirsch haben, gehen wir hier rüber, weil hier kommen dann langsam die Wildschweine. Genau, das ist jetzt eigentlich mein Ziel. Und ja, wir versuchen jetzt einfach das Ganze mal zu machen. Gut, ja, wenn sich was tut, wenn ich was höre, wenn ich was sehe, wenn was auf mich zukommt oder irgendetwas Witter oder Spuren finde, dann melde ich mich wieder. Bis dann, weiß man's halt. Ja, Mucki, da bin ich wieder. Ich habe schon ein erstes Wild, ist zwar nur ein Reh weiblich. Aber ich werde trotzdem schießen, denn mein Bogen muss geskillt werden. Das lege ich dir einfach dazu. Aber wir müssen jetzt erst noch warten, bis es noch näher da ist. Und jetzt muss ich schauen, gibt es hier irgendwo was, wo ich in Deckung gehen kann? Eigentlich nicht. Sehr wenig. Ah, da haben wir eine Spur. Aber das macht nichts. Wir lassen jetzt das Rehlein noch ein bisschen herkommen. Ja, ungefähr ja, bis hierhin muss es, dass ich dann auch wirklich mit dem Bogen gut treffen kann. Na, komm noch ein bisschen, komm. Da ist es noch zu weit weg. Nur noch ein bisschen warten. Komm, noch ein paar Schritte, komm Baby. Ja, es kommt. So, schauen wir mal nochmal. Ich glaube, jetzt ist okay. Dann schauen wir mal, ob wir getroffen haben. Ist sehr langsam unterwegs. Es liegt. Zwar noch nicht ganz tot, aber bis wir dort sind, dürfte es tot sein. Gut, okay, dann habe ich schon mal ein Tier für dich, aber nicht das, was du wolltest. Aber da bin ich ja dran. Nur ich benutze halt bei Tieren, die ich nicht brauche, die normal, also den Bogen, dass ich leise bin. So, jetzt schauen wir mal. Bin ich wieder auf den Feldern und habe schon wieder Frame-Einbrüche ohne Ende. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, das stört nicht. Ich bin jetzt gerade bei 12. Kommen wir mal die Spuren gleich mit auf. Ja, bin ich jetzt gespannt. Aber die Framerate regt mich auf, wenn man so schleichen muss. Oh mein Gott.
mit. Na komm, ein bisschen schneller. Dann fangen wir mal das Rehlein ein. Ja, jetzt liegt es. So. Oh. Durch den Knochen durch, oder was? Vorderbein, rechtes Vorderbein. Und der Pfeil ist durch. Ja. Gut. Oh, und da ist das nächste, was schreit. Ja, rufen wir mal zurück. Vielleicht ist es ja noch ein Bock. Aber bis jetzt wissen wir das ja noch nicht. Gut, auf jeden Fall, ich gehe jetzt mal weiter und wenn sich was tut, dann seid ihr wieder dabei. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder und hier habe ich wieder ein kleines Rädchen. Ich weiß noch nicht, was es ist genau. Wo steht es jetzt hier? Ah, ein Weibchen. Ich muss jetzt nur ein bisschen schnell handeln, weil sonst ist es weg. So. So, dann schauen wir mal. Ja, Hirsch habe ich noch keine gehört, noch keine Spur gefunden, nichts, nur immer Reh, Reh, Reh. Und das regt mich schon wieder auf. So. Schauen wir mal, wo bist du jetzt hin? Wir haben irgendwo muss doch Spuren von dir sein. Ja, hier. Okay. Flüchtend, genau darüber ist es. Und jetzt fangen wir schon wieder zum Lecken an hier. Immer auf den Feldern, das ist so schlimm. Aber ich mache das jetzt anders. Ich suche jetzt das Reh und dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, da bin ich wieder und das Reh habe ich gefunden. Immer noch kein Hirsch. So. Naja. Eingeweide. Okay. 27,8 Kilo. Klein. Klein, aber Rehlein brillant. Jo, gut. Es schreit zwar immer wieder da drüben jemand, hier in dieser Richtung, ein Reh, aber es interessiert mich nicht. Ich möchte auch den Hirschen haben. Ich brülle jetzt nochmal. So, dann gehe ich mal weiter. Und schau mal, wenn sich... Ja, jetzt habe ich was. Jetzt Rothirsch. Genau, Rothirsch. Rothirsch, Rothirsch. Nur die Frage, weiblich oder männlich? Kommt aus dieser Richtung davon. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir was sehen. Ah, da haben wir was, okay. Ach, weiblich, ach komm. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Verdammt. Oh Mann. Kann da nicht irgendwann ein männlicher kommen? Warum müssen wir mal die Weiber kommen, verdammt. Aber ich schaue jetzt mal, vielleicht haben wir Glück. Mir steht noch irgendwo ein männlicher. Und da gerade aus zwischen die Bäume. Nein, da ist nichts. Wenn das Weibliche kommt, natürlich werde ich versuchen, das Weibchen mit dem Bogen zu erlegen. Damit, falls ein Männchen in der Nähe ist, sich gleich abhaut. Und natürlich muss ich jetzt eins machen. Ich muss versuchen, die Hirschkuh richtig zu treffen mit dem Bogen. So.
kommt noch. So, dann schauen wir mal. Scheiße, das war nix. Haut ab. Haut ab. Wahrscheinlich alles andere, was in der Gegend war, auch mit. Aber ich habe jetzt nichts anderes mehr gesehen oder gehört. Aber dennoch. Naja, da oben rennt sie noch. Also das ist ja ewig weiter Weg, wo die rennt. Verdammt nochmal. Obwohl ich eigentlich ganz schön viel erwischt habe. Bluttechnisch. Naja, gut. Ja, ich suche sie jetzt. Sammle sie auf. Und vielleicht kommt ja noch ein Hirsch männlich. Und dann sehen wir weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich suche immer noch das Weibliche. Aber ich habe jetzt einen Hirschen gehört. Diesmal wirklich. Und ich denke mal, dass der, also da müsste in dieser Richtung irgendwo sein. Ich suche jetzt eine Stelle, wo man da unten mal ein bisschen reinschauen kann. So, hier müsste jetzt eigentlich die Spur wieder sein von vorherige Spur, genau. Von der Rothirschdame, die was verletzt wurde von uns. Also das heißt, wir müssen uns vorsichtig bewegen. Auch die Rothirschdame müssen wir noch finden. Mal schauen, wo war jetzt genau der Brüller? Ja, der ruft bestimmt noch mal. Da unten haben wir jetzt die Spur, die nächste. Ich hoffe, dass ich das Weibchen jetzt bald irgendwo finde. Dass wir das schon mal aufsammeln können und dann den Rothirschen. So, hier zieht sie auf alle Fälle wieder. Das bringen wir mal noch mal nach dem. Ah, ich glaube, ich sehe ihn. Oder? Täusche ich mich? Nein, da unten ist er. Ja, Leute, da ist Mucki. Ich habe den Hirschen. Halt, das brauchen wir nicht. Oh, Geruchsreduzierer ist abgeklungen. Den müssen wir natürlich jetzt gleich wieder erneuern. So. Dann hoffen wir mal, dass der in meine Richtung kommt und dass wir jetzt auch das Weibchen bald finden. Wir gehen langsam da runter. Obwohl, wie weit wird denn der weg sein? Ja, wir könnten es eigentlich versuchen. Halt, runter. Nein, das brauchen wir. Hinlegen. Komm. Und mal schauen. Aber wir können ja gut zoomen. Dann schauen wir einfach. Ich lege ja. Okay, getroffen haben wir denn auf alle Fälle. Gut. Mal nochmal schauen. Hier unten, da war eine Spur irgendwo. Da machen wir jetzt eine Markierung. Achso, wir haben ich habe den Entfernungsmesser noch gar nicht. Ja gut, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Dann mache ich jetzt hier eine Markierung. Das. Nein, hier nicht. Hier brauche ich sie. In der Mitte von meinem Punkt. Genau. Weil da müssen wir nicht hier nachher weitermachen. Weil das muss ich auch noch auf alle Fälle einsammeln. Und dann werde ich jetzt da mal schnell hinjumpen. Weil genau, stehen wir mal auf, rennen mal, schauen, dass wir den Hirschen kriegen. Und dann müssen wir hier wieder zurück. Vielleicht liegt ja die Hirschkuh hier irgendwo. Ich sehe sie auf alle Fälle noch nicht. Weil das ist ja weniger schlimm. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir die Spur finden und dass ich gut getroffen habe. Den Hirschen. So, und dass ich die Stelle finde, wo ich getroffen habe.
natürlich auch richtig. Na, wo ist er denn? Ja, ich renne jetzt mit Absicht. Ja, ich muss unbedingt schauen, dass ich mir doch noch den Entfernungsmesser organisiere. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir Blut, und zwar roterisch. Gut, wir haben die Spur, dann folgt man der jetzt. Denk mal, allzu weit ist er vielleicht nicht gekommen, aber wir wissen es nicht. Und ich muss ja dann, ich beeile mich jetzt nur aus dem folgenden Grund. Normalerweise mache ich das auch langsam, aber ich möchte dann diesen Teil hier erstmal, das Teil Ziel Nummer 1 abschließen. Und dann würde ich gerne mit dem zweiten Teil gleich anfangen, mit dem Keiler. So. Na, wo geht's weiter? Das wird alles voll übersichtlich mit dem Gras und mit dem Unterholzgeäst hier. Toll, da habe ich die Spuren verloren, oder wie? Dann müssen wir nochmal zurück. Nochmal zurückschauen. Ach, liegt er da unten schon, oder was? Bin ich dran vorbeigerannt? Oder was ist das? Nee, das hat nur so ausgeschaut. Obwohl, doch, da liegt was. So, vielleicht haben wir uns den Hirschen. Ja, Mucki, ich hab dein Hirschen. Hier ist er. Guck dir den an. Na, zufrieden? Zwei, aus 200 Meter. Linkes Bein. 158,2 Meter Körper. 213,3 Kilo. Und das Score 202,981. Ja, der kann sich das schon mal sehen lassen, finde ich. So, dann werden wir natürlich schauen, dass wir dir das Geweih richtig schön platzieren. Dass du da ein schönes Bildchen kriegst. Die auch schon Hammers. Genau so. Und tschüss. So, Mucki. Ich habe hier jetzt deinen Hirschen. Als nächstes hole ich mir jetzt erstmal die Kuh noch. Ja, die muss ich ja auch aufsammeln. Sonst gibt es wieder Lecker-E-Mail von Doc und die wollen wir ja nicht. Und dann werde ich an den Keiler rangehen. Das wird ein zweiter Teil werden. Weil ich glaube nicht, dass ich da jetzt gleich dazu komme und ich werde dann für den Keiler hier oben starten. Jo, 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 jo. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir die Spuren wieder finden. Aber das ist ja normalerweise das wenigere Problem. Waren ja genug da. Sollen wir schon einen Schluck trinken? Moment. So. So. So, jetzt mal schauen. Da müssen wir ein bisschen vorüber. Allzu weit darf die jetzt auch noch mal sein. Aber doch, aus 200 Meter Entfernung geschossen, getroffen, gut. Für das, dass ich eigentlich hier noch gar nicht ganz... Ups, was haben wir da drüben? Ich glaube, ich habe noch ein Geschenk. Na, Kuh. Ist das die Kuh von vorhin? Nein, da hinten... Wenn ist noch ein Hirsch. Da hinten ist noch ein Hirsch. Da hinten habe ich noch einen Hirsch. So, jetzt runter. Und diesen Hirsch, den will ich natürlich auch, dass du den bekommst. Dann hast du zwei Hirschen. So, hier haben wir jetzt auf alle Fälle die Spur. Die lassen wir jetzt einfach mal. Die kann ich nachher immer noch zusammensammeln. Denn jetzt habe ich dann noch was Besseres für dich. Ich habe noch mal einen Hirschen. So, dann schauen wir mal, wo der Hirsch jetzt steht.
So, der war gerade. Da ist er, da ist er. Ah, der schaut aber, glaube ich, kleiner aus, oder? So. Na, wo ist er jetzt? Da, immer noch da hinten. Okay. Der gibt aber auch keine Antwort auf mein Call. Und wo ist er jetzt? Na, wo ist denn jetzt der Hirsch? Der muss doch jetzt hier irgendwo sein. Vorsichtig da hoch. Ich denke mal, der wird da hinter dem Hügel sein oder was? Nur auch aufpassen, dass er jetzt irgendwie auftaucht. Der callt auch gar nicht zurück. So ein unhöflicher. Wir sehen ihn. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Gut, dann mal kurz hinlegen. Halt, dann sehe ich nichts mehr. Müssen wir doch in der Ding-Position machen. So. Ja, den finden wir auf alle Fälle. So, wo ist denn jetzt? So, den holen wir uns jetzt. Den zweiten. Und dann mache ich mich auf zur anderen Hütte. Ja, soll ich mal schauen. Das ist Spur, Spur. Wo ist denn Blut? Da haben wir Blut. Gut. Da liegt er. Da liegt er. Ja, ich muss ihm, glaube ich, noch mal einen Gnadenschuss verpassen. Der ist noch nicht ganz hinüber.
Ja. Hab ich da jetzt daneben geschossen oder was? Nein, es liegt da. Ja, der ist, glaube ich, ein bisschen kleiner wie der vorherige. Aber kann sich durchaus sehen lassen, ist ein Hirsch. Na, dann schauen wir mal. 164,754 das Score, Gewicht 189, Treffer 50 Meter im Körper und 62,4 Meter Körperschädel. Gut. So. Da haben wir einen. So, nochmal. Ah, nein. So. Genau. So, dann zweiter. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich deine Keiler jag, Mucki. Und ich hoffe, dass das hier soweit schon mal passt für dich. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum Teil 2.